Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creativerse zusammen mit dem Sunny. Servus. Moin. Und wir haben unsere Bude letztes Mal, verunstaltet. Ein bisschen verunstaltet. Aber jetzt, die Treppe ist jetzt ein bisschen aufgeräumter. Ja, meine war ein bisschen überdimensioniert, habe ich festgestellt. Nicht? Ja, war ein bisschen. Und wir haben Schilder. Ja, die waren aber letztes Mal schon. Die hast du, glaube ich, noch nicht gesehen bei dir, gell? Genau. Ich habe jetzt Schilder, wo ich drauf lesen kann. Wie ist denn das mit dem Licht vor den Schilders? Müssten wir vielleicht nochmal... Wenn man da eine Fackel rechts und links daneben setzt, dann ist das nicht. Ja, gut, egal. Gut, und dann, was hat sich draußen noch getan? Das Sprungbrett ist jetzt frei zugänglich, das Tor ist weg. Wir sind ja keine kleinen Kinder mehr. Doch, wir können schon. Wir können jetzt so... Nein, tu's nicht! Und die Leiter haben wir auch nochmal komplett versetzt und da unten eine schöne Insel gebaut. Das haben wir alles mal im Offscreen gemacht, weil das sonst ewig jetzt hier mit hin und her backen wir und lange, so weiter wir zufrieden wäre. Lange wär, überlegt. Ja. Oh ja, ja, ja. Aber da unten ist jetzt so eine schöne kleine Insel. Und das war's. Das ist jetzt im Offscreen passiert. Ach nee, und hier haben wir auch noch die Symmetrie wiederhergestellt. Ich konnte da ja nicht, ne? Also es war ja unsymmetrisch. Koya ist da ganz schlimm. Dieser Zaun endete ja im Glas und das haben wir ja dann auch nochmal versetzt. Ja, ne, so. Und jetzt wollten wir eigentlich, da waren wir letztes Mal stehen geblieben, die Teleporter bauen. Ja. Teleporter. F. Teleporter braucht die Obsidian Slabs. Wo sind die denn überhaupt? Ich hatte die doch alle gebaut. Da sind sie. Entschuldigung, ich habe dir ein paar geklaut. Du hast mir ein paar geklaut? Das ist, Hier ist noch ein Obsidian-Slab. Warte, ja, ich kann da auch noch... Ich bräuchte noch mal zwei. Notfalls baust du noch mal welche, da ist das Zubehör alles drin. Ich kann dir noch zwei machen. Hier, da. Baust mir aber schnell welche. Ich brauche nämlich ansonsten noch... Na, wo ist er denn? Stone Rods. Da haben wir doch bestimmt noch Stone Rods. Stone Rods? Mit TZ haben wir noch welche, ja. Stone Rods haben wir auch noch. So, dann brauche ich jetzt schon mal einen Teleporter und den anderen gleich. Ach, das wird spaßig. Oh, ich brauche noch Stonrotz. Noch mehr? 5 Stonrotz brauche ich und 2 Obsidian Slabs. Dann einen Teleporter haben wir. Und. Ach, scheiße! Zu früh geklickt. Manu! Unsere Batterie hier an. Oh ja. Was? Mit dich schimpfen. Mit dich schimpfen. Was? Wieso? Das ist nicht symmetrisch. Was ist nicht symmetrisch? Deine Lampenverteilung hier. Nee, die auf der einen Seite ist auch einfach die hier... Die ist voll nicht sie, die ist voll unsymmetrisch. Das hast du nicht drauf. Auf der ungefensterten Wand, die habe ich auch einfach nur dran geklatscht. Weil da müssen ja eh noch Fenster rein und so. Weißt du? So kann man das ja noch weniger lesen. Eben, das ist es, das habe ich vorhin auch probiert. Das wird noch dunkler dann. Mach hin, du Lamp-Ding da. Wenn man die daneben setzt, klappt so, auch nicht. Jetzt brauche ich noch. Lassen wir das. Ston. Und aus dem machen wir jetzt Stonrotz. So geht. Ja, davor. Oh ja, so ja. Das ist auch super. Da brennt man sich jedes Mal in den Arsch, wenn man da. Aber so ging's. Ja. Dir brennt der Schritt. Das ist. Quatsch. Warte mal kurz, wie wär's denn damit? Nee. Seufz. Seufz, das ist alles so schlimm. Du hast doch noch einen Tisch, oder? Ja, ja. Stellst du mal einen Tisch hier hin? Tisch? Da so? Nein, ja, auch. Ey, sag mal. Klappt nicht. Und wenn du eins nach vorne stellst, sieht's auch scheiße aus. Ja, nee. Obwohl, ich finde, das geht noch. Wenn du hier auch noch einen hinsetzt und da dann auch quasi noch eine Lampe hinsetzt. Ja. Das geht noch, aber so kannst du die Schilder wenigstens vernünftig lesen. Ja. Kann man so und so sehen. Warte mal, ich habe da eine Idee. Oh, ich sehe gerade die Teleporter. Das sind ja immer 2. Wir hätten gar nicht so viel bauen müssen. Aber egal, die werden nicht schlecht. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, hast du noch einen Wood Slab?
Woodslabs und Woodrots? Achso, könnte ich auch in der Holzkiste nachgucken. Wie konnte man nochmal splitten? Shift und dann ziehen. Habe ich gerade. Shift. Und jetzt geht's. Egal. Es sind zwei, Hast du noch Staunrotze? Ja, drei. Oh, das ist gut. Gut, tue ich in die Stone-Kiste. Na komm. Nö. Tue ich nicht. Tust du nicht? Warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Ich kann da alles reinlegen, aber keine Stone-Rotz. Sind es denn definitiv Stone-Rotze? Ja. Okay, dann verstehe ich es nicht. Ich kann alles legen, nur Stone-Rotz nicht. Also sorry, die musst du dir selbst rotzen. Mhm. In der Loot-Kiste in der rechten sind zwei Teleporter drin. So, dann machen wir jetzt nämlich Feuerjendes. Wo machen wir denn unsere Tier? Da, das ist doch ideal. Unter der Treppe, Teleporter. Ja, das ist eine gute Idee, du. Manchmal hast du gar nicht so schlechte Ideen. So. Muss ich mir eine Staunrotze hier herstellen? Den Teleporter. Mach ich jetzt mit F, so. Und hier kann man jetzt einen Portalcode eingeben. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, was haben wir denn hier? Ist denn da irgendwo... Hier, Leaf, komm. So, mit den Leaves, da lege ich ein Leaf rein und der soll teleportieren zu einem, der auf dem zweiten Slot ein Leaf liegen hat. Jetzt brauche ich den mit dem, nur mal testweise, den zweiten Teleporter quasi da. Und dem gebe ich jetzt den Code das. Und er soll dahin teleportieren. So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Genau. Was hast du gemacht? Lauf da mal durch. Oh, das funktioniert hervorragend. Das war ein anderer Tisch. Ja, hier, ich wollte die Lampe da drauf setzen. Was ist das denn? Ein Stuhl, ein Hocker. Ja, die schwebt dann. Das ist wie bei den Slabs da. Auch. Ja. Lauf mal durch den Teleporter, der da steht. Einfach reinlaufen. Ah, klappt. Hervorragend. Bei mir nicht, du stehst dann immer noch da, aber das ist... Nee, ich sag ja, klappt. Hervorragend. Klappt. Hervorragend. Wie? Geht nicht. Achso. Brauch vielleicht auch Leaves auf 1 und... Ach, du kannst da selbst Codes einstellen, oder wie? Ja. Ah, okay, ja, dann genau. Ich hab einfach... also du gibst dem halt einen Code... Ja. Du sagst, das ist der Teleporter Leaf 1 und da drüben, das ist der Teleporter Leaf 2, also der auf dem zweiten Slot Leafs liegen hat. Ja. Und dann drückst du die Destination, stellst du dann unten so ein, dass du halt sagst, der soll zu dem da drüben teleportieren und der da drüben hierher. Ich könnte quasi das jetzt mal ein bisschen ändern. Warte mal, gucken, wenn ich das ändere, ob das dann klappt. Ja, bei mir bleibt das. Jeder muss sich den Code dann selbst einstellen. Ich dachte, das wäre... Tada! Sing! Mal sing! So, jetzt bitte nicht mehr laufen, weil ich reiß den jetzt ab. Oh, ich wollte gerade sing machen. Contains Items, so lange kann man das nicht rausnehmen. Swoop, so. Dann muss ich mir nur kurz merken, der hier teleportiert zu... jetzt ist es geändert. Jetzt ist es wie als wenn du es eingestellt hattest. Du hattest auf 3 was gelegt, oder? Und auf 1. Komisch. Wieso ging das? Wieso kriege ich das jetzt angezeigt und. Wir machen das mal so. Du musst das dann wahrscheinlich selber noch wieder ändern. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls. Könnten wir jetzt. Das ist auch praktisch. Was? Achso, dass du da drauf stehen kannst, ja. Wir könnten jetzt zu meinem Teleporter porten. Ja, dann lass uns das doch mal tun. Und dort den anderen mal aufstellen. Ich bräuchte allerdings auch nochmal eine Rüstung. Da könnte ich allerdings... Eine Lederrüstung herstellen. Ja, eine Obsidian wäre eigentlich cooler, ne? Aber stellen wir mal Leder her, ja. Da haben wir ja alles hier liegen.
Leder, Knochen und was braucht man? Seil, ne? Weiß ich nicht, ich bin schon in deiner Höhle. Knochen, Seil, wo ist Seil? Seil war bei Holz, oder? Ja. Ja. Oh, hier war noch ein bisschen. So. Ja, meine Rüstung, die hatte ich eigentlich schon, aber die war plötzlich kaputt. Ja, die geht kaputt. Du hast unten zwischen deinem Schwert und deinem ersten Slot so ein Mannequin stehen. Das rot ist, geht das kaputt? Ah, okay. Ja, jetzt ist alles grün. Ja, bei mir ist es gelb. Da kann ich mich sogar dran erinnern, das war es in der letzten Folge, gelb. Das habe ich da gesehen. Da wollte ich noch fragen, was das eigentlich bedeutet. Jetzt weiß ich's. Hast du mal gefragt? Hätte ich mal gefragt. Hättest du mal. Hätte Fahrradkette. So. Bin gleich soweit. Holz. Woodfloor. Tun wir da rein. Und das da wieder rein. So, und dann Tee und Teleport. Ja. Warte hier schon. Ich beweg mich gerade nicht mal. Ich guckte auf den Teleporter und hab dich erwartet. Ich geh erst nochmal das Obsidian sammeln, was ich da abgebaut habe. Ist dahinter? War da noch ein? Ne, egal. So, wo ist denn... Am besten bauen wir das Ding draußen auf. Das heißt, einfach nur draußen? Hoch. Bau das Ding hier drinnen auf. Nee, am Eingang. Damit man grob weiß, wo man hin kann. Hier ist doch eine super Stelle. Wo ist denn unser Haus? Wie weit bist du denn gelaufen? Ich sehe dich nicht mal mehr. Ja. Ach da, hi. Das war weit. Deshalb war ich auch ganz froh über einen Teleporter. So, dann haben wir. Ich habe gerade wieder ganz da. Nee, nee, so weit ist es gar nicht. Ich sehe unser Haus. Echt, sieht man es? Okay, dann ist gut. So hochlaufen. So, dann kann man nämlich die Höhle auch mal so ein bisschen erschließen. Ich baue die, das war so eine Macke auch von mir in Minecraft, dass ich die Höhlen ausgebaut habe quasi. So. Dann einmal lief. Dieses Portal ist die 3 und das sollte zu 1 teleportieren. Ich laufe mal durch und bin mal gespannt, ob ich ankomme. Oh. Yay. Ich kann noch nicht. Ich muss das Ding eben wieder ändern. Dann wieder zu mir teleporten. Oh. Ich kann den nicht nutzen, ich muss den wieder selber einstellen. Aber der teleportiert jetzt nicht richtig. Ja, weil ich den mal hinten wahrscheinlich umgestellt habe. Warte mal kurz. Wieso geht denn das nicht, wenn ich den einstelle, dass du da durch kannst? Versuch mal, ob er jetzt geht. Nö. Was hat denn dein Portal auf der anderen Seite für einen Code? Dreh die einfach mal um. Den einen, den du jetzt auf 1 hast, machst du auf 3 und... Ja, so hatte ich's. Ist nicht. Du hast da wieder was kaputt gemacht. Nee, das ist lustig, dass du nicht das nutzen kannst, was ich baue und andersrum auch nicht. Ja, ist wahrscheinlich noch... Jetzt bin ich durch, jetzt bin ich durch. Ich auch. Jo, jetzt geht's. Geht! Moment, was steht denn jetzt hier? Der ist die 1 und teleportiert zur 3. Ja, so hatte ich es doch eingestellt gehabt. Nee, du hast das andersrum gehabt. Ich habe die gedreht. Nee, der hier war definitiv... Nee, Moment, stimmt. Der hier ist die 3. Ja, ich hatte es... Genau, ich hatte es andersrum. Ich hatte die gedreht, damit ich die nutzen konnte. Ja, egal. So, Hauptsache es funktioniert jetzt. Hast du noch Fackeln? Ja, ich bin noch da. Du knatterst. Ah, du auch gerade. Super, da haben wir wieder schöne Aussetzer im TS heute. Ja, ist hervorragend. Hervorragend, zum Aufnehmen ist das super geeignet. Ja. Wo warst du denn schon? Oh, oh, oh! Hilfe! Mhm. Ganz viele Truhen und ganz viele Monsters. Mhm. Dann bist du da, wo ich war. Hier!
5? Den Raum 5. Mit den Truhen hatte ich schon mal geerntet. Geerntet vor allem. Falsches Spiel, Manfred. Ich baue hier mal so ein bisschen. Du baust echt die Höhle aus? Dann weiß ich immer, wo ich schon war. Das ist so für mich so ein bisschen so ein Anzeichen dafür, da war ich. Weißt du? Ich habe den Ausgang durchs Wasser gefunden. Wie Ausgang gefunden? Das ist eine riesen Höhle, die geht noch 3 Stockwerke runter. Ja, ich bin einfach mal stumpf geradeaus durchgelaufen und hab mal einen anderen Ausgang gefunden. So, Wasserausgang. Okay. Ja, wolltest du mal mitkommen? Soll ich dir zeigen? Nö, ich will jetzt erstmal hier ein bisschen gucken, wie man das hier vernünftig nutzen kann. Wo denke ich? Dann kann man hier runter. Hier hatte ich ja schon was gebaut, aber dann machen wir nochmal anders. Ich gehe gerade einfach mal so stumpf den Berg runter. Ja. So. Die Fackel lassen wir da mal stehen. Die Frage ist ja, was sind denn hier noch für Ressourcen? Ich habe wahrscheinlich nicht alles ernten können. Aha. Cool. Ich stehe hier unten in so einem Loch. Guck mal runter. In das Loch. Ich bin hier, glaube ich. Loch? Ah, ja. Hier, ja, da bist du runtergesammelt. Nee, bin ich, habe ich gerade ein Loch gebuddelt und hier unten habe ich eine Kiste gefunden. Ja, ja, hier geht's auch runter. Ich hatte hier ja schon, wie gesagt, bin ja hier lang. Oh, falsch. Da geht's gehörig runter. Also hier unter uns wird sich noch so einiges auftun. Ich buddel mir gerade selber einen Weg. Oh, ich nehme gerade Stalaktiten mit, ne? Ja, wir könnten auch ein bisschen zusammenbleiben, dann wäre das viel cooler, glaube ich. Glaube ich auch. Kommst du runter? Nein. Aber ich will nicht wieder hoch. Hier unten sind so viele Stalaktiten. Da kann man so viele schöne Sachen mitbauen. Und Blue Mushrooms und... Ja, ist gut. Ich komme wieder hoch. Genau. Digga. So. Boah, Alter. Der Raum hier. Der voll, ja? Voll mit Monstern oder voll? Voll mit Monstern erstmal. Ich schätze aber, dass da dann die Drohnen auch nicht so weit sind. Hoffe, ich bin gleich wieder oben. Ja, ich bin gleich wieder oben. Ich baue hier derweil einfach ein bisschen aus. Dann können wir hier in Ruhe laufen. Ist wesentlich angenehmer dann. Hüpfen. Ja, aber... So. Hier, vorsichtig laufen. Dahinter geht es nämlich runter, hier nach rechts und dann... Der Raum hier ist heftig unter uns. Ich weiß. Nee, das weißt du nicht. Schau dir mal an. Wie gesagt, jetzt rechts rum und dann... Ja, da unten, da war ich, habe ich gerade schon gesehen. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Hudeln? Naja... Wenn man da runterfällt und erstmal Fallschaden kriegt und dann die Monster noch hinterherkommen. Ich glaube, wir laufen einfach erstmal weiter und schauen, was hier so... Hier hinten ist gleich der Ausgang. Hier ist Ausgang. Ausgang? Ausgang. Oh, Pilz. Oh, Pilz. Ich hab's gerade auch gesehen. Ah ja, und hier ist nichts quasi und hier geht's dann raus, okay. So, übers Wasser. Ah, und da kann man hochtauchen? Ja, genau, ja. Ich sehe es da, es passt. Okay. Okay. Ich überlege nur, wo meine Stelle war, wo ich die ganzen Monster hatte. Ich glaube, das war hier. Mit den ganzen Kisten. Die waren, glaube ich, hier gestanden. Ja, wie kommen wir da am sinnvollsten runter? Irgendwie mit so einer Treppe, die man sich am besten baut, glaube ich, macht schon Sinn. Boah, Alter. Guck mal, wie viele Viecher. Ja. Wie baut man sich hier eine Treppe? Haben wir da rechts eine Wand irgendwo? Wir müssen irgendwo uns so lang bauen, dass wir eine Wand haben.
an der wir seitlich runter können, dann so eine Treppe dran glotzen könnte. Boah, ist da was los, ey, da unten. Da ist Party. Aber die sind relativ easy zu besiegen mit den... Also ich hatte zwei von den Augen und zwei Krebse gleichzeitig und die konnte ich mit dem Obsidian-Schwert wegmähen. Lass uns mal hier ein Stück weiter runter buddeln. Warte, hier so. Ja, ich wollte noch nicht runter. Ich wollte erstmal nach rechts, nach möglichst weit nach rechts, bis wir eine Wand haben. Genau, ja, ja das meintest du auch. Okay, mit runter. Ja. In die Richtung, genau. Ganzen Stalagmiten, da müssen wir auch noch schauen, ob wir was draus basteln können. Hier geht's. Hier könnten wir runter. Ich würde jetzt gerade hier ein Loch buddeln. Weil dann kommst du ein bisschen, weil hier bin ich quasi direkt über Alben. Der mich auch gerade versucht zu attacken. Kann ihn noch nicht treffen. Ah doch, aber er mich auch. Oh, Krebs. Ja, ja, ich hab'n. Hast du'n? Geht das? Ja, ich glaube wohl. Hm. Hab ihn. Jo. Da sind aber noch so ein paar mehr. Ja, ja, ja. Ich komm gleich runter. Ich würde jetzt nur erstmal gerne einen richtigen Abgang hier bauen, dass man da... Ich hätte da noch so ein... Nicht den Abgang machen, weißt du? So. Ups. Macht nichts, lass sie hängen. Okay, ist das da unten Wasser? Oder was ist das schwarz? Oh, das ist alles Obsidian. Dann wird mir aber gleich schwindlig. Da sind noch so ein ganz paar Mobs, die ich da sehe. Was ist denn das, Schwarze? Das ist Wasser, oder? Bedrocks, Limestones. Wasser, ja. Kriegt man da Schaden? Nee, ne? Das ist alles... easy. Nur irgendwie scheinen die Monster nicht ins Wasser zu wollen. Nee, scheinbar nicht. Und das ist das, was mich beunruhigt. Als wäre das Wasser vielleicht doch... Weil das sieht nicht so... wie Wasser aus. Das sieht so... Ich mache jetzt mal hier das... Normal müssten die jetzt aggro werden. Werden sie aber nicht. Aber das geht hier im Wasser auf jeden Fall noch runter. Hörst du den? Muss ich. Oh. Bauen wir uns hier halt mal ein bisschen vor im Moment. Holen wir die nach und nach. Die machen echt nicht viel Schaden. Ja. Oh. Oh. Sind aber ein paar mehr jetzt. Macht nichts. Hast du hinten den Lootbeutel? Ne, nehme ich. Yay! Obsidian-Schwert geht's echt. Ne? Das kann schon was. Ein bisschen ausleuchten hier. Ja, ja, genau. Leucht mir den Kram mal aus. Das wollte ich auch gerade. Meine Obsidian Mining Cell, die lässt allerdings schon ein bisschen übrig. Oh, Magnetite war hier gerade durch Zufall. Ah, okay. Cool. Kann man gebrauchen. Da drüben ist, glaube ich, auch ganz viel Magnetite. Kann das sein? Oder was ist das hast, hier? Hast du Extractors? Ja, hier ist Magnetite in Massen. Sorry. Hast du Extraktoren? 10. Ich habe noch 2. Ich habe hier gerade mal eingesetzt. Guck mal hier, das ist alles Magnetite, diese
Hier. Echt? Ja, cool. Ah, Mann. Auch noch falsch. Gibt's ja auch wie Sand am Meer. Cool, cool, cool. Das macht Spaß. Ja, doch, auf jeden Fall. So kann man es leben lassen hier. Da geht's noch weiter nach unten, ne? Unterm See, oder was? Ja, da geht's noch ein kleines Stück weiter nach unten. Ich hätte ja gedacht, dass die Höhle noch größer ist, aber das lässt sich natürlich schwer abschätzen. Scheinbar nicht. Da war gerade auf jeden Fall Kohle, die habe ich noch ein bisschen abgebaut. Das ist immer gut. So, und was du meintest, wenn man hier ins Wasser springt, jetzt noch nach unten? Ja, irgendwie hatte ich da gerade was gesehen, aber... Unter Wasser? Wie geht's? Aber ich komm nicht mal unter Wasser. Gerade. Puh. Aber du kannst da nach unten bauen, definitiv. Das geht. Ich sehe nichts. Wenn ich unter Wasser bin, ist bei mir grau. Ich weiß nicht, wie es dir ist. Ja, bei mir auch. Erst ganz aber kurz sehe ich was und dann ist grau. Du kannst aber abbauen, definitiv. Das geht. Weil wenn du einfach mal nach unten das Ding hältst und es nutzt, baust du ab. Ja, ja, das ist richtig. Aber ich sehe ganz kurz was und dann ist es grau. Da ist nichts. Also ich habe jetzt mal geguckt, ob es irgendwie tiefer geht. Da sind ein paar blaue Pilze und irgendein schwarzer Block ist da noch. Lohnt sich nicht. Gut. In der Brühe. Das Lustige ist halt nur, man hört... Ups. Ja, genau, dieses Grunzen, Brummen, was auch immer. Ja. Ist halt die Frage, ob wir das hier mehr oder weniger zu unserer Mine machen wollen, weil man kann auch einfach ein bisschen buddeln nach unten. Eben. Der Meinung bin ich schon fast. Dass man das hier ein bisschen ausbaut. Zur Mine. Schon Sinn machen. Oh, ich hab Rücken heute, das ist Wahnsinn. Rücken? Ich hab Rücken. Du alter Mann. Ja, ich weiß nicht, momentan habe ich oft Rücken. Und du bist der alte Sack. Genau. Die Jugend von heute ist auch nichts mehr los, echt. Ja, es kannst du voll in eine Tonne haben, die Jugend von heute. Nur Idioten alles, nur Idioten. Nur am Zocken, weißt du, und... Nur am Zocken, dämlich in seinen Rechner anquaken. Ja, richtig. Nur Idioten. Oh. Joa. Ach, trotzdem ganz cool, dieser Höhlenausflug. Ah, doch, auf jeden Fall. Sollen wir da mal wieder zurück? Noch ein bisschen weiter bauen? Auch wenn nicht so viel los war, wie ich es gedacht habe. Ja, können wir eigentlich zurück. Ich finde nur gerade welchen. Oh, weißt du, was wir gerade dann machen müssen, wenn... wir zurück sind. Eine Folgenende? Genau. Ernsthaft? Schon wieder? Ja. War das jetzt so lang hier unten? Ja. Wo ist denn der Ausgang? Na hier, immer dem ausgebauten Weg nach. Ja, ich finde nur den Aufgang nach oben nicht mehr. Wo war denn der Aufgang von dem? Runter. Hier. Hier hinten. Ach, da hinten? Ich war an falsche Ende. Denk schon, hä? Und dann nach rechts, immer der Treppen. Ja gut, das ist klar. Und jetzt bist du froh, dass ich es ausgebaut habe. Da hoch. Jui! Kurz rausschauen, wie es hier eigentlich, was hier noch was war. Uah. Da drüben ist die nächste Höhle. So wie es aussieht. Wo ist die nächste Höhle? Quasi da drüben, wo dieser einsame Baum auf der Klippe steht. Ja, darunter sieht's höhlich aus. Höhlich aus? Welche höhlich ist das? So,
Es ruckelt gerade hier beim Teleporten. Ja, bei mir ruckelt's auch wie blöd gerade. Das tut mir auch echt leid, aber ne, ich kann nicht ändern. Ja, mein Rechner kommt damit klar. So, was haben wir noch? Koja, TZ wie Tür zu. War doch gar nicht durch die Tür durch. Ja, die war auf jeden Fall offen. Kann ich ja nichts für. So, ich habe den ganzen Loot schon mal reingedengelt. Dann Erze. Da tun wir das Magnetite auch mit rein bei den Erzen, ne? Mhm. Das. Oh, ich hatte noch Kohle. Ich habe 50 Kohle. Obsidian. Kohle, Kohle, siehst Kohle. Ich habe wieder 8 Kohle. Ich tue mal die Korallen mit bei den Erzen rein. Ich weiß da gerade sonst nichts. Galaktiten, wo schmeißen wir die mit rein? Ja, auch. Komm, geht da okay. Auch hin. Weil Stein haben wir so viel anderes Zeug. Ja, stimmt. Oh, ich habe auch noch ein bisschen Obsidian. Jetzt haben wir 73 Obsidian da drin liegen. Glas tue ich auch mal beim Stein mit rein. Ist ja der Sand weiter. Mhm. Sandstone. Fossilien. Dirt. Komm, Dörte kommt da auch mit rein und Gras auch so. Dörte? Dörte. Dörte will in die Steinkiste. 37 blaue Pilze. Ja. Och, war doch mal ganz cool, die Höhle. Ich denke, da werden wir noch ein bisschen öfter. Ich glaube auch, dass wir da uns noch öfter drin wiedersehen werden. Ja. Was ist ein blauer Teppich? Warte mal. Ja, ist blauer Teppich. Da kannst du blauen Teppich auf den Boden legen. Fußabtreter, warte mal. Ach so, ja. Wir können auch einen Teil bauen zum so. Farben ändern lassen, ne? Das weißt du, ne? Fußabtreter, ja, mal jetzt an der Tür. So ist gut. So ist gut. Nicht? Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Also immer erst, wenn du reinkommst, Füße abtreten, das geht mit Springen. Das geht mit Springen. Koja, hast du dir schon mal den White Beacon angeguckt? Ja, hab ich. Sollten wir vielleicht auch mal bauen, wenn wir irgendwelche Farben ändern wollen. Den siehst du, was, Farben ändern? Ja, White Beacon ist zum Farben ändern. Don't want to commit to a caller. Ne, das steht da nur, das ist, es gibt White Beacons, es gibt später auch noch rote, blaue, grüne, orangene, weiß der Geier was. Der ist halt farblos, das ist einfach nur die Beschreibung. Hm. Hey, habe ich jetzt auch gerade festgestellt. Entschuldigung. Nur leider, das Problem ist, die kannst du zwar schön aufstellen, da hast du da so einen Disco-Strahl am Himmel, aber sieht man leider nicht so weit. Also, dass man damit jetzt wirklich eine Markierung hätte. Ja, aber wäre ja cool. Einfach draußen vor die Tür, rechts und links. Ja, warum nicht, ne? Oder auf die Terrasse oder so. Oder oben aufs Dach. Ja, oder so. Hm. So ja, einmal dann schauen. Mitten oben aufs Dach. Auf jeden Fall müssten wir das hier drin mal ein bisschen einrichten. Ich würde, glaube ich, doch noch Räume reinziehen wollen. Ja, doch, Dito. Oder, dass es nicht nur so eine große Halle ist, sondern irgendwie... Ja, ich hätte auch... Das ist mir eben auch schon aufgefallen. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Irgendwie einen Raum draus machen. Und unser Baumhaus müssen wir ja auch noch. Das hat ja momentan nur den Eingang mehr oder weniger. Und Manfred? Nenn ich noch einmal Manfred, Junge. Manfred? Wie kommst du noch auf Manfred, Alter? Weiß ich nicht. Ein Kollege von mir kam letztens an. Manfred! Ich sag, ich heiße nicht Manfred. Ja, ist egal, jetzt heißt du Manfred. Und seitdem ist Manfred irgendwie so ein Rufname für alles und jeden. Universalname. Ja, Manfred ja. Geht immer. Dann denken die Leute noch, ich heiße wirklich so. Es ist nicht so. Nein, es ist definitiv nicht so. Aber er heißt jetzt bei mir Manfred. Nein, bin ich dagegen. Nein, ich kann dich auch Koja rufen. Das wäre toll. Oh ja. So heiße ich zwar auch nicht in Wirklichkeit, aber das ist in Ordnung. Beim Let's Play ist mir lieber als Manfred jedenfalls. Ich könnte dich auch bei deinem richtigen Namen rufen, ist mir auch egal. Ja, alles egal. Hier, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Dann bauen wir unsere Hütte aus, ehe der jetzt hier noch komische Namen erfindet. Und irgendwie ein Raum. Wände. Irgendwie Wände, ein Raum, eine Wand hier mitten rein oder so. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Kriegen wir so hin. So ein Durchbruch, so ein Raumteiler, irgendwas. Mal gucken. Genau. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.